Hallo, ich bin Sebastian von den Dogspotters und ich sitze hier neben Carsten Rau, dem Regisseur vom Film Atomkraft Forever, der sich mit dem Thema Atomkraft im genaueren Blick auf dem Stand Atomkraft in Deutschland gerade konzentriert, wo wir gerade sind. Der Atomausstieg ist beschlossen, jedoch stellen sich Dinge wie der Rückbau von Atomkraftwerken oder die Suche nach einem Endlager als sehr kompliziert und kostspielig heraus. Herr Rau, erstmal natürlich vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben hier für das Interview, dass Sie extra zu uns gekommen sind. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und ich würde gleich mit der ersten Frage anfangen. Und zwar waren Sie ja am Dienstag bei der Premiere hier in Leipzig auch anwesend, haben sich den Film mit angeguckt. Wie war das, den Film auf so einer großen Leinwand hier zu sehen? Schön. Ich habe den natürlich in der im Tonstudio beim Sounddesign bei der Abnahme auf einer etwas größeren Leinwand gesehen. Aber ich habe den jetzt zum ersten Mal richtig im Kino gesehen und das hat mir natürlich klar schon sehr gefallen. Es ist lustig, wenn man zum ersten Mal den auf einer großen Leinwand sieht, dann sieht man in den Bildern, in manchen Totalen, sieht man Dinge, was, hä? Das habe ich auch noch nie gesehen, was ist das denn? So. Also das war ein sehr schönes Erlebnis für uns. Und wie sind Sie darauf denn gekommen, den Film überhaupt zu machen? Wie sind Sie auf das Thema gekommen? Wenn wir uns jetzt mal die Gegenwart angucken und sehen, wie die aktuelle Situation in Europa ist. Die Hälfte der europäischen Staaten betreibt nach wie vor Kernkraftwerke und einige dieser Staaten haben auch in ferner Zukunft nicht vor, das zu ändern. Also im Osten Tschechien, im Westen Frankreich, das war der eine Grund. Also um zu gucken, wie stellen sich eigentlich unsere Nachbarn ihre nukleare Zukunft vor, wie sieht das aus? Und der zweite Grund war, dass mir zu dem Zeitpunkt nicht wirklich klar war, was eigentlich der Rückbau bedeutet. Dabei geht es ja nicht nur um die 1900 Castor-Transporter, Transportbehälter, sondern es geht natürlich auch um die gesamten Gebäudestrukturen, die Reaktoren in den sogenannten Kontrollbereichen umgeben. Wir haben 17 Kernkraftwerke in Deutschland und auch diese Gebäudestrukturen der Kontrollbereiche sind radioaktiv kontaminiert und der Rückbau dieser Kontrollbereiche ist sehr teuer, sehr kompliziert, auch nicht ungefährlich und dauert Jahrzehnte. Und das waren die beiden Gründe, diesen Film zu machen. Und als jemand, der in dem Thema Transparenz schaffen will, wie leicht war es, an Informationen ranzukommen, an Interviews, an Drehgenehmigungen? Wie war da so Ihre Perspektive als Regisseur? Also Transparenz wäre jetzt nicht das Erste, was ich erwarten würde von der Nuklearindustrie. So, und deshalb war ich jetzt auch nicht so überrascht. Auf der anderen Seite ging es mir auch nicht darum, einen vertuschten Störfall aufzudecken. Also, die Details zu den Kraftwerken und zu den Industrien, wo wir gedreht haben, die kannte ich ja schon zum großen Teil. Es ging dabei eher um die Frage, wie offen mit den Drehanfragen umgegangen wird. Der Konzern, der das ehemalige Kernkraftwerk bei Greifswald zurückbaut, und das seit Jahrzehnten schon betreibt, sagt, dass sie über den Daumen 5,5 Milliarden Euro für den Rückbau dieser 5 Reaktoren einschließlich umgebender Peripherie ausgeben müssen. Diese Zahl steigt alle paar Jahre. So, und das ist natürlich heftig umstritten, warum das immer weiter steigt und immer teurer wird. Und ich glaube, dass die einfach auch ein Interesse daran hatten, zu zeigen, woran das liegt. Jetzt ganz subjektiv für mich beim Schauen des Films hatte für mich der Film eine sehr nüchterne, fast schon ein bisschen beklemmende, unheimliche Wirkung. War das beabsichtigt? Haben Sie da eine Richtung vorgeben wollen? Was war da der Ansatz? Natürlich habe ich über die Dreharbeiten und über die Regie, über den Schnitt und über den Umgang mit Tönen und Musik natürlich auch eine Stimmung erzeugt, die der entsprach, die ich selbst empfunden habe. Das ist ja schon auch unglaublich beeindruckend, in so einer Nuklearruine zu stehen. Und das ist wirklich groß. Ne? Das sind, wie gesagt, die haben 5 Reaktoren in Betrieb gehabt, 4 lange, den 5. etwas kürzer, der 6. ist nicht beladen worden mit Brennstoff. Das ist eine unglaublich riesige, beeindruckende Anlage. Und ich mir vorstelle, die wollen 2028 mit dem Dekontaminieren dieses Kraftwerksfahrdesign. Das ist echt eine große Aufgabe. Und ich finde, das findet man in der Gestaltung des Films auch wieder und soll man auch wiederfinden.
Jetzt hatten Sie es schon ein bisschen angedeutet, vielleicht nochmal ganz klar, was ist Ihre persönliche Haltung zum Thema Atomenergie? Und hat sich das vielleicht sogar ein bisschen verändert bei der Produktion des Films? Es gibt zwei Lieblingsargumente, Lieblingsgeigen der Nuklearindustrie, wenn man so will, auf denen die viel spielen. Und das eine ist, sagen wir, die angebliche CO2-Neutralität der Kernenergie. Die ist CO2-arm, ärmer als fossile Kraftwerke, das stimmt. Und dann ist die Frage, ja, wäre es nicht doch sinnvoll, neue Kernkraftwerke zu bauen im Kampf gegen den Klimawandel? Diese Diskussion wird in den nächsten Jahren sicherlich zunehmen, weil es inzwischen in fast allen Gesellschaftsschichten angekommen ist, dass es den Klimawandel gibt. Ja? Und da muss ich sagen, dass der Bau von Kernkraftwerken viel zu lange dauert, viel zu teuer ist, um das Klima zu retten. Wir haben im Moment weltweit 440 Reaktoren ungefähr, die über den Daumen 10% des verbrauchten Stroms produzieren. Wenn wir das nennenswert steigern wollen würden und zu sagen, wir haben nur noch Atomkraftwerke und erneuerbare Energien und die Atomkraftwerke, das ist ja dieses Argument der Atomindustrie, ist dann quasi der Backup, wenn kein Wind weht und keine Sonne scheint. Aber dann müssten wir deren Anteil auf, keine Ahnung, 30-40% erhöhen. Das würde bedeuten, wir müssten jetzt damit anfangen, 1500 Kernreaktoren zu bauen. Wir sitzen ja da nicht weit weg von der Strombörse in Leipzig. Der an der Börse gehandelte Strom kostet die Kilowattstunde jetzt über den Daumen unter oder 2 Cent. Dafür findet man nicht mal eine Bank, die ein Gaskraftwerk baut, geschweige denn ein Kernkraftwerk. Also es ist zu teuer und es dauert zu lange, um das Klima zu retten. Deshalb halte ich das für keine gute Idee. Das heißt, was glauben Sie, vielleicht als abschließende Frage, wie könnte die gute Energieversorgung der Zukunft aussehen? Naja, wir müssen konsequenter vorangehen beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Aber das wird so, wie wir es jetzt geplant haben, glaube ich, nicht funktionieren. Ich glaube, dass wir den massiven Ausbau von Windparks offshore brauchen. Das ist aber das ist eine Mammutaufgabe. Wir müssen die Netze dafür ausbauen. Die Netzbetreiber hängen mit ihrem Trassenausbau, je nachdem, wie man rechnet, ich glaube, zwischen 3.000 oder 5.000 Kilometern hinterher. Ähnlich sieht es bei den Windparks, bei den landgestützten Windparks aus. Und im Moment fehlt mir die Fantasie, wie wir das hinkriegen wollen. Es geht ja nicht nur um die Stromindustrie, die Stromerzeugung als solche. Das ist ja nur ein kleiner Teil der Energie, die wir jedes Jahr in Deutschland verbrauchen. Wir wollen darüber hinaus auch noch ganze andere Sektoren elektrifizieren mit möglichst grünem Strom. Ja, die Stahlindustrie soll grün werden. Wir wollen elektrisch Auto fahren, wir wollen elektrisch Güter transportieren. Wir werden in den nächsten Jahren so viel mehr Strom brauchen. Und das wird nur funktionieren, wenn wir jetzt entschlossen vorangehen. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass die Atomenergie unser Problem lösen wird. Alles klar, dann danke ich Ihnen nochmal sehr herzlich, dass Sie zu uns gekommen sind, hier meine Fragen so ehrlich beantwortet haben. Und genau auch an euch, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.